halbes Tank. Volles Segel! Gib alles, volle Männer! Volles Segel! Halbes Segel! Halbes Segel! Vor! Vor! Das Vor sollte nicht. Das ist ja alles davon. Und es ist zu nah an den Gang. Und es ist unachtlich. Ein Mensch hört auf. Euer Bruder sind wir nicht betreffend, Sir. Jetzt ihr volle Handlung! Kräft auf halbes Segel! Bereit zum Schieß! Mörser! Bereit, Skipper! Und Feuer! Halbes Segel! Halbes Segel! Kein Segel! Schieß! Bereit, weniger Segel! Weniger Segel! Halbes Segel! Aber schnell! Sollte nicht da sein. Bringt sie in Reichweite!
Das ist das Problem. Welchen Grund haben die Briten, Martha's Vineyard zu bedrohen? Es hat keinen strategischen Wert und die Bewohner sind friedlich. Ich fürchte, dass da etwas ganz anderes dahinter steckt. Templer! Doch was sie vorhaben, weiß ich nicht. Deine Befehle? Ich brauche Zeit, um das zu ergründen. Wir setzen Kurs nach Hause. Aye, aye. Wenn du Eindruck schinden willst, erlege den Alpha-Wolf dieser Wälder. Er ist groß, schnell, brutal und scheu. Nur ein paar Leute haben ihn je gesehen und wünschen, sie hätten nicht.
hier! Calma. In der Nähe ist ein Tal, wo die Kanien-Keha ihre Toten bestatten. Es heißt, es gibt dort einen Puma, der das Territorium beansprucht und für viele Unglücksfälle mit Kindern verantwortlich ist.
Wäre gut, wenn du ihm ein Ende setzt. Würdest vermutlich auch ein verdammt schönes Fell dabei gewinnen. Thank you.
Hast du je King Edward, den Hirsch, gesehen? Wenn ja, wüsstest du es. Hat sich nie gepaart, weil er zu aggressiv ist. Die Jäger lassen ihn in Ruhe, aus Angst vor seinen Angriffen. Der alte Bastard fürchtet nichts und niemand. Angeblich mag er Pferde nicht besonders. Doch ich riskiere nicht meinen Kopf für solche Gerüchte. Thank you.
Das wird ein Spaß. Vielen Dank, mein Freund. Die hatten wohl ein Bier zu viel und mochten den Klang meiner Stimme nicht. Ich habe nur mit dem Mädchen geredet. Ich erkenne deinen Akzent nicht. Wo kommst du her? Aus dem Norden. Provence de Quebec. Und was führt dich nach Boston? Ich bin eigentlich Bergmann. Doch ich finde keine Arbeit. Die Leute hören mich nicht an wegen meiner Akzent. Vielleicht ist unser Treffen Schicksal. Ich komme aus einem Dorf ein paar Meilen nördlich von hier. Dort gibt es einen Minenansatz. Ich weiß nicht genau, was sich darin befindet, aber vielleicht genau das, was du suchst. Ich sehe es mir an. Wenn es gut aussieht, reden wir weiter.